Ja, wir haben hier Folgendes vorbereitet. Es gibt heute Schnüsch als Nudeln. Hier haben wir auf Salz gegartes Gemüse, einmal Pastinake und bunte Beete. Als erstes werden wir das Gemüse in den Ofen geben. Es braucht relativ lange, darum geht das jetzt ins Rohr bei 180 Grad für etwa 40 Minuten. Das Gemüse wird auf Salz gegart, damit die Flüssigkeit, die aus dem Gemüse aufgefangen wird, nicht karamellisiert und somit das Gemüse nicht verbrennt. Ihr könnt jegliche Art von Gemüse auf Salz garen, egal ob es ein ganzer Sellerie ist, so wie hier, Schalotten, Pastinake, lässt sich wunderbar weiterverarbeiten. Wir haben hier Pilze, die werden wir einfach bloß einmal vierteln, werden hinterher bloß mit ein paar Schalotten gebraten. Das sind Kräuterseitlinge. Und hier haben wir einmal Butter. Die Butter lassen wir jetzt kontrolliert verbrennen, bis es Nussbutter ist. Nussbutter ist einfach braune Butter mit einem schönen nussigen Geschmack. Und damit bekommt das Eigelb nochmal eine richtig schön nussige Note. Schnüsch ist ein altes Hamburger Rezept, also Hamburg-Schleswig-Holstein. Ist normalerweise ein Eintopf, der komplett in Milch gegart wird. Wir werden das heute neu interpretieren. Ja, somit haben wir die Möglichkeit, jedes Gemüse nochmal einzeln in Zähne zu setzen. So, die Nussbutter ist jetzt perfekt. Die Molke verbrennt ungefähr bei 130 Grad. Muss man aufpassen, wenn man höher kommt, da hat man ganz schnell schwarze Butter. Das ist übrigens für jedes Püree oder für jede Hollandaise zum Beispiel geschmacksintensiver Nussbutter zu nehmen. So, jetzt lassen wir das Ganze abkühlen. Wir brauchen eine Temperatur von 60 Grad. Die müssen wir dann auch halten. Das heißt, das Ganze lassen wir jetzt noch ungefähr 10 Minuten stehen. Das ist mal die einfachste Variante, wenn man das Eiweiß hinterher noch verwenden möchte. Geht man einfach hier einmal rein. Kann sie ganz einfach so von dem Dottersack trennen. Den möchte man natürlich dann nicht mitessen. So, wir sind jetzt bei knapp über 60 Grad. Das Eigelb geht jetzt rein und da bleibt es für ca. 30 Minuten, 20 bis 30 Minuten. Und dadurch kriegt es eine ganz gelartige Konsistenz. Und nachher kommt noch eine Prise Meersalz drauf und dann ist es auch schon fertig. Wir haben hier einmal ein Kamutmehl mit Dinkelmehl gemischt, dazu Eigelb und Rapsöl. Genau, hier ist ein Schluck Rapsöl, Eigelb rein, eine ordentliche Prise Salz und dann wird das Ganze einmal verknetet. Der Teig muss schön geschmeidig sein, nicht zu fest und nicht zu flüssig. Ganz wichtig ist, der Teig muss jetzt mindestens für 30 Minuten vorher eingeschlagen werden, damit sich der Mehlkleister entwickeln kann. Wenn wir es nicht machen würden, dann hätten wir das Problem, dass die Nudelplatten ganz schnell reißen. Und das wollen wir natürlich nicht. So, das Gemüse werden wir jetzt einmal so weit vorbereiten, dass wir es einfach bloß in der Pfanne anbraten, damit wir den größten Geschmack rausziehen. Die Karotten hier sind so klein, so fein. Die brauchen nicht geschält werden, sondern die werden bloß gewaschen und einmal mit der Bürste abgebürstet. Und klassisch gehört ja in ein Hamburger Schnüsch unbedingt Bohne und Erbse. Die dürfen natürlich nicht fehlen. Die werden wir in dem Fall einmal ganz kurz blanchieren, das heißt mit heißem Wasser überbrühen und abschrecken, damit sie schön grün bleiben. Genau, den Spargel. Das ist übrigens gerade vom Spargelhof Meier. Den werden wir auch einfach bloß anbraten. Hier haben wir einen Frühlingslauch. Der wird einfach bloß hier vorne einmal geputzt. Ebenfalls halbiert und angebraten. Dann haben wir hier einen Spitzkohl. Davon brauchen wir relativ wenig. Spitzkohl ist ein reiner Sommerkohl. Im Sommer ist es am schmackhaftesten und auch am größten. Natürlich auch so machen, dass man hier die ganzen Blätter groß lässt. Das Einzige, was dann ein bisschen rausgenommen werden muss, sind die dicken Strünke. Einfach nur wegen der Garzeit. Da haben wir schon mal alles vorbereitet, was nur angebraten wird. Hier haben wir noch eine Mairübe. Die werden wir auch einfach bloß anbraten. Und jetzt setzen wir einmal die Soße an. Dafür nehmen wir einen Schluck Milch. Und reiben als erstes eine Kartoffel rein, um die Bindung zu erzeugen. Und schmecken mit Salz und Pfeffer lecker ab.
Die Kartoffel wird auch hinterher wieder raus passiert. Ist einfach eine schönere Konsistenz. So, das sollte reichen. Das Ganze lassen wir jetzt noch kurz köcheln, damit die Kartoffel, der Geschmack der Kartoffel auch so ein bisschen mit reingeht. Dann können wir auch schon loslegen, das Gemüse aus dem Ofen zu holen und das Pastinakenpüree einzusetzen. So. Könnt ihr ja mal gucken. Wir haben einmal die gelbe Beete. Einmal die Ringelbeete. Und einmal, hier ist die weiße Beete. Das Ganze werden wir jetzt einmal schälen. Und das hier ist was für Faule, die nicht so gerne Zwiebeln schneiden. Die haben wir auch ganz normal auf Salz gegart, für 20 Minuten allerdings nur. Und danach kann man die einzelnen Segmente so rauspressen und sie entwickelt dabei einen wunderbaren Geschmack. Man kann sie auch super weiterverarbeiten. Gebratene Nussbutter, Prise Meersalz drauf. Ist das schon eine Delikatesse. So. Ganz wichtig ist, dass das Gemüse direkt vom Salz runtergenommen wird, weil es zieht immer weiter Wasser und wenn man es länger drauf liegen lässt, hätte man auf einmal versalzenes Gemüse. Deswegen immer direkt weiterverarbeiten. So, da sind die Pastinaken. Die sind jetzt schön weich. Die müssen quasi noch püriert werden. So. Die Haut lässt sich dann wunderbar einfach einmal abhellen. So, Pastinake eignet sich geschmacklich hervorragend als Püree. Hat auch eine schöne Stärke und lässt sich super weiterverarbeiten. Die Pastinake geht jetzt in den Mixer. Geben wir ein ganz bisschen Sahne dazu. Und dann machen wir ein schönes Püree draus. So, jetzt ist es fertig. Wird jetzt noch abgeschmeckt, einmal erwärmt und dann kommt es schon auf den Teller. Die Milchsoße ist jetzt fertig gebunden. Kommt jetzt nochmal eine schöne Prise Salz rein. Ein bisschen Pfeffer. Und das Ganze wird jetzt durch ein feines Sieb passiert und dann ist die Soße auch schon fertig. So, wir bleiben die ganzen Rückstände von der Kartoffel jetzt im Sieb und wir kriegen unten eine richtig schöne Soße raus. So, der Nudelteig ist jetzt perfekt. Kann weiterverarbeitet werden. Hat jetzt lange noch geruht. Wir verwenden ausschließlich Dinkelmehl für unseren Nudelteig, einmal für den Geschmack und auch für einige Glutenallergiker ist er damit besser verträglich und lässt sich genauso gut verarbeiten wie die Weizenmehl. Also auch die Rezepte braucht man dafür nicht umstellen. Dann beginnen wir jetzt erstmal auf einer großen Stufe. Und da ist wichtig, dass der Teig nachher nicht zu dünn ist, aber auch nicht zu dick ist. Die Teigplatten werden mal ganz kurz überbrüht. Das heißt, die gehen bloß ganz kurz ins kochende Wasser. Nebenbei stellen wir schon eine Pfanne auf, wo wir etwas rote Beetesaft reduzieren. Den werden wir hinterher mit Butter abbinden, um das Nudelblatt richtig schön zu glasieren. Genau, ich nehme die jetzt einfach nur raus. So. Wir vollenden jetzt noch das restliche Gemüse. Das heißt, die Beete wird noch schnell geschnitten. So, dann haben wir zwei Pfannen aufgestellt. In einer Pfanne werden wir den Spargel zusammen mit den Pilzen braten und in der anderen Pfanne werden wir den Kohl und die Beete
den Schalotten einfach nur glasieren. Und ein kleines Stück Butter. Jetzt einmal die Karotten, Spargel, zusammen mit ein paar Pilzen gebraten. Ich darf alles hinterher auch ruhig noch ein bisschen Biss haben. Und zeitgleich machen wir uns hier eine schöne Glasage. Das heißt, wir nehmen hier ein ganz bisschen Gemüsebrühe, ein Stück kalte Butter. Da haben wir das Gemüse dann einmal glasiert. Jetzt haben wir den reduzierten Rote-Bete-Saft. Kommt ein kleines Fläppchen Butter ran. So, jetzt wird es gleich. So, wenn es dann richtig schön cremig, dickflüssig ist, dann kommt erst das Nudelblatt rein. Wird einmal da drin glasiert. Nochmal leicht gewürzt. Nur mit Salz. Das Ganze schon auf den Teller. Hier ja, einmal das Pastinakenpüree. Dann haben wir hier den Ziegenkäse von der kleinen Ziegerei. Das ist ein Aschekäse. Das ist Handarbeit. So, dann kommt das 60-Grad-Eigelb zum Einsatz. So, da haben wir einmal die Milchsoße. Kommt jetzt nochmal ein schöner Löffel von dem Ziegenjoghurt rein. Wichtig ist, danach darf es nicht mehr kochen, der würde sonst ausflocken. Ja, fertig ist unsere Interpretation vom Schnüsch mit Nudeln. Lasst es euch schmecken, viel Spaß beim Nachkochen und vielleicht bis bald. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de